Dear Esther, the morning after I was washed ashore, salt in my ears, sand in my mouth, and the waves always at my ankles, I felt as though everything had conspired to this one last shipwreck. I remembered nothing but water, stones in my belly and my shoes, threatening to drag me under to where only the most listless of creatures swim. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dear Esther. Wie wir feststellen, sind wir nicht an derselben Stelle, an der wir in der letzten Folge aufgehört haben. Denn ich möchte euch noch ein paar Stellen zeigen, die wir ausgelassen haben. Und dabei habe ich festgestellt, als ich das Spiel wieder gestartet habe, ihr müsst es mal vergleichen mit der ersten Folge, unser Erzähler erzählt etwas anderes, wenn wir das erste Kapitel nochmal anfangen. Und ich möchte euch eigentlich eine Stelle zeigen, die ich aus Versehen ausgelassen hatte, als ich das erste Mal hier erkundet hatte. Und diese Stelle ist hiervon, wenn wir diese Anhöhe gleich hochgehen, denn die hatte ich beim ersten Mal ausgelassen. Hier finden wir eine kleine Höhle, wo unser Erzähler auch nochmal etwas erzählt, etwas sagt zu einem Mann namens Donnelly, und der berichtet uns von einer Geschichte, die die Eremiten, die Hermits, in der letzten Folge wusste ich ja nicht, was Hermits sind, betrifft, oder einen Eremiten, und das gehört, denke ich, so ein bisschen mit zu dem dazu, wo er dann später anknüpft dran. Also hier müssen wir noch vorbei an dieser Stelle, wo das ein bisschen erodiert ist, und jetzt will er gleich was erzählen. Donnelly reported the legend of the Hermit, a holy man who sought solitude in its most pure form. Allegedly, he rode here from the mainland in a boat without a bottom, so all the creatures of the sea could rise at night to converse with him. How disappointed he must have been with their chatter. Perhaps now, when all that haunts the ocean is the rubbish dumped from the tankers, he'd find more peace. They say he threw his arms wide in a valley on the south side, and the cliff opened up to provide him shelter. They say he died of fever 116 years later. The shepherds left gifts for him at the mouth of the cave, but Donnelly records they never claimed to have seen him. I have visited the cave and I have left my gifts. Like them, I appear to be an unworthy subject of his solitude. Das wollte ich euch nicht vorenthalten, genauso diesen Ausblick in diese Höhlen hinein, die wir von hier aus leider nicht betreten können, aber vielleicht wird das später noch der Fall sein. Und das ist nicht die einzige Stelle, die ich bislang ausgelassen habe, zumindest soweit ich das jetzt gesehen habe, und natürlich möchte ich euch auch das nicht vorenthalten. Und noch etwas anderes möchte ich euch zeigen, und zwar hier am Wasser. Im ersten Kapitel können wir ja das Wasser betreten, was im zweiten nicht möglich ist, das habe ich nochmal ausprobiert. Also am Schiffswrack können wir einfach nicht ins Wasser, weil überall Steine herumliegen. Aber hier geht es, und hier könnte man theoretisch ertrinken. Allerdings gibt es eine kleine Vorrichtung, die verhindert, dass wir hier einfach ertrinken und dann im Nichts verschwinden. Come back. Und wir finden uns an diesem Punkt wieder. Das ist sozusagen der Respawn-Punkt, und ich finde es sehr elegant gemacht, wie man verhindert hat, dass man ertrinkt. Eigentlich ziemlich schön, oder? Dear Esther, I've lost track of how long I've been here and how many visits I have made overall. Certainly the landmarks are now so familiar to me that I have to remind myself to actually see the forms and shapes in front of me. I could stumble blind across these rocks, the edges of these precipices, without fear of missing my step and plummeting down to sea. Besides, I've always considered that if one is to fall, it is critical to keep one's eyes firmly open. Und ein drittes Mal beginnen wir im ersten Kapitel, und ein drittes Mal erzählt uns der Erzähler etwas komplett anderes. Also dieses Spiel hat insofern einen tollen Wiederspielwert, dass man nicht nur an dieser Stelle, denke ich, immer wieder auf neue Zitate von unserem Erzähler treffen wird. Es ist immer wieder ein neues Erlebnis, quasi die Zeilen an Esther gerichtet für sich zu entdecken. Jetzt würde ich sagen, wollen wir uns aber doch mal wieder in die aktuelle Position begeben und dort weitermachen mit dem, wo wir aufgehört haben. Und so kommen wir zurück in das Kapitel 2, wo wir uns wieder vor dem Schiffswrack befinden. Und ich habe ja in der letzten Folge bereits mitbekommen, dass dort etwas an das Schiff geschrieben steht, allerdings konnte ich es nicht erkennen, was dort geschrieben stand. Ich habe aus verschiedenen Positionen mir die Stelle etwas genauer angeguckt. Es ist leider von nirgendwo so richtig gut zu erkennen. Doch wenn ich es richtig gesehen habe,
ist dort dran geschrieben, erneut mit unserer tollen lumineszierenden Farbe: Neither did I eat or nor drink. Also weder habe ich gegessen noch getrunken. Und ich glaube, das hat unser Erzähler auch in einer seiner Textpassagen erwähnt gehabt. Ich glaube, es war die, in der er geträumt hatte, er sei das Zentrum der Sonne oder irgendetwas ähnliches. Ich habe ja die englischen Textpassagen nochmal in meinen Beschreibungen etwas genauer mir angeschaut. Vielleicht, wer das noch nicht getan hat, könnte da mal mit reinschauen. Da habe ich so ein paar Spekulationen schon mit reingeschrieben. Und wir bewegen uns mal weiter hier in Richtung dieses Pfades, denn hier müsste es weiter ins Herz der Insel gehen, damit wir unsere Erkundungstour weiter fortsetzen können. Und ich habe, wie gesagt, schon einige Spekulationen dabei auch angestellt, und nach allem, was ich so gelesen hatte und mir da selbst zurechtgesponnen hatte, könnte es sein, dass Esther gar nicht mehr lebt, also dass sie einem Verkehrsunfall zum Opfer gefallen ist, an dem ein betrunkener Fahrer möglicherweise schuld war. Wir hatten ja auch den Hinweis auf einen Highway gehabt, auf eine Autobahn. Und vielleicht ist sie irgendwo ums Leben gekommen oder hat nur einen Unfall gehabt und ist im Krankenhaus gelandet. Man weiß es nicht genau. Und unser Erzähler kommt mit dem Verlust oder der Abwesenheit von Esther nicht zurecht. All das ist möglich. Und da unten scheint ein Erdloch zu sein. Ich bin ja sehr geneigt, mir das genauer anzuschauen. Aber ich gucke erstmal weiter hier vorne. Und ich will endlich zu diesem Funkturm im Hintergrund. Hier vorne eine kleine Steinhütte. Aber wenn es hier weitergeht, werde ich einmal kurz speichern. Das hatten wir noch gar nicht im Spiel. So, und dann werde ich mir mal dieses Loch etwas genauer anschauen, wenn ich hier irgendwie runterkomme. Ah, hier, genau. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir vielleicht reinhüpfen oder uns reinfallen lassen können. Denn möglicherweise gibt's ja hier... When I first looked into the shaft, aha. I swear I felt the stones in my stomach shift in recognition. Er sagt also tatsächlich etwas dazu, und hier geht's ziemlich tief runter. Also gespeichert habe ich ja, von daher kann mir eigentlich nichts passieren. Hui! Come back. Aha, come back. Das kennen wir ja bereits. Wo sind wir? Wir sind... Ach, direkt neben dem Loch, wie es aussieht. Aber irgendwie an einer anderen Stelle kann das sein. Das verwirrt mich jetzt gerade etwas. Ach ja, genau, da drüben. Also geht es hier in diese Richtung zurück zum Ufer, wo das Schiffswrack liegt. Und wir müssen uns jetzt in diese Richtung fortbewegen. In Ordnung. Also natürlich kann uns in dem Spiel nichts passieren, es ist ja eine reine Erkundungstour. Aber man muss ja mal ausprobieren, was so passiert, wenn man das eine oder andere Selbstmordkommando hier startet, nicht? So, jetzt könnten wir da vorne hin. Oder wir erkunden die Insel in diese Richtung weiter, und ich möchte erstmal diese Steinhütte mehr hier näher betrachten. I've begun my ascent on the windless slope of the western side. The setting sun was an inflamed eye squeezing shut against the light shone in by the doctors. My neck is aching through constantly craning my head up to track the light of the aerial. I must look downwards, follow the path under the island to a new beginning. Ein alter verwitterter Stall. Huch, was beginnt denn hier für eine Musik? Schauen wir es uns mal näher an. Nichts Identifizierbares auf den ersten Blick. Das sind bloß die üblichen Papierfetzen, die wir immer finden. Hier vielleicht. Können wir erkennen, was das ist? Ich kann es nicht, aber es sieht aus wie irgendeine Medizin oder ähnliches. Das sieht nach Operationsbesteck aus. Vielleicht ein Narkotikum? Um Pferde zu betäuben? Wer weiß. Vielleicht auch die Schafe, die erwähnt wurden. Also es wurden ja nicht die Schafe selbst erwähnt, sondern Schäfer, die auf der Insel wohnen und leben. Aber vielleicht ist das hier ein kleiner Schafsstall, wobei dafür die Boxen etwas groß gewesen sind. Beziehungsweise auch wieder klein, wenn man sie gleich in Herden hält. Und das sieht alles nach einer verfallenen Siedlung aus, wie die Grundrisse einer
schon lange verfallenen Siedlung, finde ich zumindest. Vielleicht auch die Ruinen der Seele unseres Erzählers, wer weiß. Und dort im Hintergrund ragen die Felsspitzen anderer Bergkuppen auf, anderer Inseln, die in der Umgebung liegen. Während wir weiter hier zur Spitze unseren Weg fortsetzen. The Boffy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the Boffy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him either. Jakobsen wurde ja bereits erwähnt, falls ihr euch erinnern mögt, als wir in die Höhle im Kapitel 1 getreten sind. Da wurde Jakobsen mit in dem Zitat erwähnt, soweit ich mich richtig entsinne. Als es um den Seher bzw. den Eremiten ging. Und hier oben scheint dann die Hütte der Schäfer, oder scheinen die Hütten der Schäfer zu sein. Eine kleine Schäfersiedlung hier. Allerdings scheint die Insel schon lange von niemandem mehr bewohnt zu werden, so wie mir scheint. Oder es ist alles in einem anderen Teil der Insel, das kann natürlich auch sein. When the oil lamps ran out, I didn't pick up a torch, but used the moonlight to read by. When I've pulled the last shreds of sense from it, I will throw Donnelly's book from the cliffs and perhaps myself with it. Maybe it will wash back up through the caves and erupt from the spring when the rain comes, making its return to the hermit's cave. Perhaps it will be back on the table when I wake. I think I may have thrown it into the sea several times before. Ein Ultraschallbild. Was sagt uns das, ist die Frage, nicht? Sind das alles bloß Erinnerungen oder deutet das auf mehr hin hier, das Ganze? Hier liegen auch Briefe herum. Ansonsten nur alte Dosen, ein verrosteter Ofen. Eine rote Spur. Zu hell, um Blut zu sein. Muss irgendwas anderes sein. Und das kann ich leider nicht lesen. Nein, kann ich nicht. Und wieder überall die lumineszente Farbe. Nein, lumineszierend. Ich habe extra mal im Duden nachgeschaut. Im Online-Duden. Das Wort lumineszent gibt es gar nicht. Es gibt bloß die Lumineszenz und das Adjektiv dazu, beziehungsweise das Prädikat ist lumineszierend. Was man nicht so alles lernt, wenn man hier so ein Spiel mal let's playt und wieder dasselbe Buch.